Na, dann wollen wir weiter. Wo wir gerade noch hier in der Stadt sind. Irgendwas, was ich vergessen haben könnte. Ah, es gibt ein paar Sachen, die wir noch machen könnten, aber die brauchen alle Gold. Und wir haben keins. Kalender? Wir haben Freitag. Schiel. Nee, komm nicht schon wieder. Obwohl es mich ja schon reizen würde, mal den höchsten Schwierigkeitsgrad da zu probieren. Aber wir sollten schon mal anfangen zu buffen. Du kannst auch schon mal Fackellicht machen, auch wenn es hier draußen ziemlich... Ach, kannst du das gar nicht hier draußen sprechen? Doch, kannst du. Du Segen. Was ist Segen eigentlich? Das ist spirituell, oder? Ja. Spirituell 4. Den auf Meisterrang zu haben, Quatsch, auf Expertenrang, Meister dauert eine Weile, den auf Expertenrang zu haben, wäre auch irre praktisch, gerade für die Buffs jetzt. Und geistig dann für Präzision, das war doch geistig, oder? Geistig, ja. Also genau die Sachen, die wir primär zum Buffen brauchen, haben wir nicht auf Experte. Dafür bringt die Heilung jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Karte. So, hatten wir die beiden Höhlen leer gemacht? Also Nordwesten hatten wir angefangen, das ist okay. Nordosten? Kam hier der Feuerball? Nein. Nordosten waren wir auch drin, aber ich weiß nicht, ob wir es leer gemacht haben. Deswegen gucken wir jetzt da einfach mal kurz hin. Du kannst derweil schon die ganzen Leichen einsammeln und du buffst weiter. Segen haben wir einmal durch. Präzision hat, glaube ich, bisher nur Geogon bekommen. Und da sind auch Gegner. Spinnen. Da geht keine Magie dran flöten. Komm, weg, 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 weg. Jetzt werden wir von einer Spinne aufgemischt. Na komm. So, geht das. Na also. Oh, 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 sind noch ein paar mehr. Oh, und ein rotes Skelett. Ja, zaubern. Natürlich sofort ein Gift eingefangen. Warte mal, wir machen mal ein klein bisschen Abstand. Und dann rundenbasieren. Spinne kaputt. Du trinkst bitte mal ein Gegengift. Geklappt. Sehr gut. Du schießt, du schießt, du zauberst. Du hast noch keine Präzision. Das heißt, du zauberst Präzision auf die da. Ja, kaputt. Das kam unerwartet. Ich dachte eigentlich, die wären dicken Zeher. Aber umso besser. Du, Präzision, da. So, da hinten sind noch Skelette. Ich sehe Spinnen, mehrere. Monsterspinnen. Ja, da werden wir auch wieder zaubern müssen. Oder auch nicht so wirklich. Weil wenn die ganzen Buffs erstmal drauf sind, also Segen, Präzision und so weiter, machen wir doch ziemlich gut Schaden. Gerade wenn der Gegner nicht ausweichen kann. Oh, da kommt jetzt wieder einer der Dicken. Ich glaube, ich gehe mal aus Rundenbasiert raus. Rückzug. Rückzug. Oh, das ist jetzt schon Nahkampf. Ein paar von denen konnten verfluchen. Ich denke mal, das werden die großen Roten gewesen sein. Aber das hier ist die kleinste Stufe. Dann kommt das da, was so ein bisschen gelblicher ist. Und danach die Roten. Aber verfluchen ist echt nervig. Also zum einen haben wir nicht mal das Geld, um jetzt gerade einen Verfluchen rückgängig zu machen. Da fehlen uns nämlich 12 Münzen für. Und zum anderen müssen wir halt ganz zurück in die Stadt laufen. Außer es trifft halt Gerugon, weil der einzige Nicht-Zauberer ist. So, Knochenhaufen wollen wir nicht durchwühlen. Leichen wollen wir durchwühlen.
Essen nehmen wir auch mit. Auch wenn es ziemlich verdächtig ist, hier Essen zu essen. Magieresistenz. Magieresistenz. Feuerresistenz. Oh. Magieresistenz. Wie schaut's da aus? Ja, 5-1 ist jetzt nicht so die Welt. Aber es läppert sich. Also scheint sich echt jede Höhle hier zu lohnen. Also zum einen natürlich wegen dem ganzen Zeug, was man töten kann, was Erfahrungspunkte bringt. Aber auch zum anderen wegen den Gebäuden. Das heißt, wir könnten hier auch in einem Jahr wieder vorbeischauen. Das ist vom Prinzip her ähnlich wie bei Might & Magic 7. Dass die Sachen irgendwann wieder auftauchen. Damit man halt grinden kann, falls es später schwieriger wird. So, also Nordwesten durch, Nordosten durch, Südosten. Ich würde aber eigentlich ganz gerne vorher schlafen. Muss ich aber die ganzen Buffs neu machen. Muss ich eh, weil die ausgelaufen sind. Okay, schlafen. Auge, Feuer, Segen. Es wäre schön, wenn jetzt hier unten nicht nur Gebräu wären, sondern auch eine Truhe. Weil ich denke, wenn wir jetzt eine Truhe mit Loot finden würden, hätten wir vielleicht genug Gold, um spirituell bzw. Geist-Experte zu werden. Oder wir töten einfach ganz viele Skelette, wie wir hier sehen. Weil die haben nämlich alle Gold dabei. Dazu bräuchten wir erstmal mehr Segen. Skelettritter. Ja, die könnten eventuell auch schon verfluchen. Das wäre ziemlich garstig. Ja. Zaubern, Zaubern, Segen. Ach, du hattest schon Mist. Zaubern, Zaubern, Segen dich selbst. Jetzt noch Präzision. Oh, da ist ein Roter. Du, Präzision auf sie. 18 Punkte. Das ist echt praktisch, wenn man einen Zauber hat, die mit dem Skill-Level skalieren, was den Schaden angeht. Du, Präzision auf sie. Kaputt. Nicht verfluchen, nicht verfluchen. So, sehr gut. Und Gold einsacken. 213 vorher. 369 danach. Mir wäre trotzdem ein Truhe lieber. Oh. Was hat da gezaubert? Es sind gerade Blitzstrahlen dann bei geflogen. Nicht so wirklich schön. Oh. Schieß, Zauber. Schieß, schieß. Es werden immer mehr von den Roten. Ich könnte es mir nochmal Heldentum zaubern, fällt mir gerade ein. Ist zwar anstrengend, immer einzeln zu casten, aber besser, als wenn sie ihre Zauberpunkte für Bolzen. Muss ich mir mit Feuerwache. Für Bolzen verschwendet, die eh keinen Schaden anrichten. So, rundmasierend. Gib ihm. Oh oh. Sehr gut. Schieß sie weg. So, Feuerball ist durch. Ich würde ungern nochmal getroffen werden. Ist ja doch dezent peinlich. So eine Heldengruppe, die rückwärts in eine Falle mitläuft, die Feuerbälle schießt. Die sie schon 10 Dutzend Mal gesehen haben. Oh. Und da waren wieder die Geschosse. Ich denke mal, es werden wieder dieselben Priester sein, die wir oben im größeren Raum gesehen haben. Und auf dem Weg zum größeren Raum. Also an der Feuerballfalle vorbei. So.
gleich mal nach den Erfahrungspunkten gucken. Also ja, wir hatten gerade erst einen Landstieg, aber man wird ja noch hoffen dürfen. So, Stufen. Nö, Stufe 8. Talana hat noch 3 Punkte zum Verteilen. Ja, stimmt, da war nichts. Gut. Ja, da hinten sind die Priester. Ein Messdiener. Ein toter Messdiener. 2 tote Messdiener. Oh. Jautsch, jautsch, jautsch. Oh. Oh. Ja, 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 wir sollten uns zurückziehen. Okay, Planänderung. Wir schlafen ganz kurz. So. Laufen wir jetzt zum Hauptraum, der hier sein sollte. Schnappen uns das Geläut, was höchstwahrscheinlich in dem großen Raum sein wird. Und laufen einfach raus. Und dann kommen wir später wieder und machen hier alles tot. Denn diesen ganzen Tempel hier auszurotten, ist ja doch wohl eine längerfristige Aufgabe. So. Du siehst wichtig aus. Oh, du noch mehr. Priester von Bar. Stirb. Gold, ja, ist echt schick. Du Wunden heilen sie. So, da hinten. Wenn nicht da hinten, dann wüsste ich nicht wo. Oh, okay. Komm schon. Wenigstens ein bisschen Kleinvieh umbringen. Oh, 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 oh. Was? Oh, 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 oh. Gong genommen. Okay. Wow, 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 wow. Heilung. Das war keine gute Idee. Hier ist nämlich überall Skelette aufgetaucht. Es gibt sofort die nächste wieder um. Du. Heil dich. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf und lass dich. So. Heilung. Gib dich selbst. Jeder sich selbst der Nächste. Das ist das verdammt viele rote Punkte. Ja. Hier haben wir später definitiv eine gute Möglichkeit, Erfahrungspunkte und Gold zu bekommen. Wenn wir in der Lage sind, ganz viel, ganz schnell zu töten. Was wir jetzt einfach noch nicht sind. Also, raus hier. Den Gong mussten wir wo abgeben? Gucken wir gleich, wenn wir draußen sind. Raus, raus. Schlafen. So. Oh, und die haben das verflucht worden. Talana. Und das passt. Aufträge. Er schafft das Geläuteharmonie aus dem Tempel von Bar. Das Geläuteharmonie ist kein Gong, oder? Finde Lord Kilburns Schild, nein, rette die Maid in Not, hol die Harfe aus den Dragoner holen und befreit Sherry aus dem Versteck der Schattengilde. Was? Oh. Repariert. Wozu bist dann du? Ein Tempelgong. Schön, wir sind reingegangen, haben was gestohlen, was wir gar nicht wirklich brauchen. Okay. Das ist echt nicht schön. Die Sachen können weg. Wir brauchen unbedingt neue Reagenzien. Und vielleicht noch einen Expertenrang, wenn das Geld technisch hinkommt. Welchen Wochentag haben wir? Samstag. Ja komm, wir gehen nochmal in die Arena. Wir brauchen Kohle. Also wir gehen erst in die Arena, wenn wir entflucht sind. Ich denke, verflucht die Arena anzugehen, wäre doch ein wenig unpraktisch.
Also Plan ist, Tempel, Verfluchung von Talana heilen, Arena, die Arena siegreich verlassen, schön viel Gold bekommen und dann Expertenrang in spirituell und geistig bekommen, damit wir wesentlich schneller buffen können. Und die Buffs wahrscheinlich auch mehr bringen oder länger halten. Und dann, ich bin nicht so wirklich motiviert, wieder in den Tempel zu gehen. Da waren doch schon ziemlich viele Gegner. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? 180 kostet das inzwischen. Und viel Erfolg. Ja, Tempel bin ich nicht so wirklich motiviert, weil es doch recht zäh ist, sich da durchzukämpfen. Wir könnten noch mal in der Schattengilde gucken. Da können wir wenigstens jeden Gegner mit unseren Zaubern auch verletzen. Im Gegensatz zu den Skeletten, wo Lay zum Beispiel keinen Schaden machen kann. So. Einmal müssen wir noch schlafen, richtig? Richtig. Sonnenaufgang? Hier nicht. Eine Stunde. Kurz abspeichern und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns die Arena vornehmen. Nicht die Taverne. Die Taverne müssen wir uns nicht vornehmen, wir haben genug zu essen. Und betrinken wollen wir uns nicht. Also bis gleich.